Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Mario und Luigi Abenteuer Bowser, wo wir seit dem letzten Part aus Bowsers Innerem entkommen sind und wir, naja, ein kleines Abenteuer im Untergrund von Toadtown erledigt haben, besser gesagt, erlebt haben, darüber hinaus eine neue Spezialtechnik erlernt haben, das wunderbare Fassgeballer. Wir haben ein paar Paracooper-Brüder, ich denke mal, es waren Brüder, haben wir auch noch getroffen. Die haben uns ein bisschen im Panzer-Kicken unterrichtet, so kann ich jetzt auch mal sagen. Und ja, jetzt, wo wir aus dem Untergrund draußen sind, machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Pilzpalast. Denn Krankfried hat nämlich den Finsterstern aus seinem Gefängnis befreit. Er ist zwar immer noch inaktiv, aber ja, wir dürfen ihn nicht bei Krankfried lassen. Tja, und Krankfried wiederum findet, ich darf diesen verdammten Stern nicht Mario und Luigi überlassen. Nein! Hallo! Ich habe Erstaunen und Ehrfurcht! Die finstere Macht des Finstersterns steigt! Meister Krankfried, mit dieser Macht werden wir die Welt beherrschen! Sag das nicht! Durch solche Erwartungen habe ich Stress! Die Macht des Finstersterns schläft noch wie ein böses Baby voller Gemeinheit! Mit Hilfe der Prinzessin werden wir ihr Mittagsschläfchen beenden. Ein ungutes Zeichen. Der Palast. Jemand will hinein. Ich habe Gelächter bei solcher Dummheit. Die Barrieren des Finstersterns halten jeden draußen. Der Finsterstern, seine Macht beginnt zu erwachen. Wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Gute Idee. Kehren wir nach Toadtown zurück und überlegen uns einen Plan. Und wieder fließen Tränen. Aber nicht die von Krankfried. Krankfried liegt auf der Couch und schlürft Tee, der euch auslacht. Und sieht dem Siegel des Finstersterns beim Aufbrechen zu. Bald ist das Königreich so finster wie die finsterste Finsternis. Aber bis dahin gehe ich vielleicht noch eine Kleinigkeit einkaufen. Tja, mieser Geselle, der Typ, mieser Geselle. Vom einfachen Schergen-Mitarbeiter zum obersten Oberschurken aufgestiegen. Ja, Aufstiegsmöglichkeiten. Aller Krankfried. Die Einkaufsmeile hat nun geöffnet. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Yippie! Die Bauarbeiten. Warte, was ist jetzt los? Mario, ich habe eine Information für dich. Mario, kannst du dich unterirdisch fortbewegen? Kannst du nicht? Zu schade. Sobald du dich unterirdisch fortbewegen kannst, komm wieder bei mir vorbei. Ah, das dauert ja auch noch ein bisschen. Aber gut. Hui! Ja, kein allzu schöner Anblick. Wer öffnet in einer solchen Zeit eine Einkaufsmeile? So ein Blödsinn, fast alle haben Metabolie. Metabolie ist kein Spaß. Und jetzt auch noch die Prinzessin weg. Aber jetzt ist genau die Zeit, in der man jede Aufmunterung gebrauchen kann. Auch wieder wahr. Ja, stimmt. Na gut. Und natürlich brechen wir erstmal in jedes Haus hier ein. Wir brechen in jedes Haus hier ein. Das finden wir nicht sehr gemein. Mario, du achtest auf deine Gesundheit, ja? Spring immer schön weiter und bleibst du fit. Yo. Wir springen immer weiter. Essen wirklich gesund. Metabolie? Ich habe Metabolie? Ja, das hast du.
Du hast Metaboli. Das ist ganz und gar nicht gut, yippie. Tja, eine kaputte Wand. Wir sollten uns mal um eine Renovierung kümmern. Yep, das solltet ihr. Das solltet ihr, das solltet ihr. Können wir durch? Ja. Hey Mario, zur Einkaufsmeile geht's hier einfach geradeaus. Da gibt's viele schicke neue Geschäfte. Und alle in Gehweite. Ja, oder in Kugelweite. So. Mario, willkommen auf unserer neuen Einkaufsmeile. Gerade erst fertig geworden und schon so viel los. Soll ich dir was über die Geschäfte erzählen? Nö. Wenn du dich hier verloren fühlst, komm zu mir. Ich helfe gern. Herr Mario, Herr Luigi, zur Eröffnung haben wir uns etwas einfallen lassen. Wollt ihr gern mehr wissen? Natürlich. Such den Pilzball. Wir haben hier auf der Einkaufsmeile überall Pilzbälle versteckt. Bring sie mir. Ihr dürft behalten, was in den Bällen versteckt ist. Und was für fantastische Dinge in den Bällen versteckt sind. Viele Pilzbälle sind allerdings unsichtbar. In unsichtbaren Blöcken im Boden, hinter Mauern. Ich weiß, ihr seid Spezialisten, also haltet die Augen offen nach möglichen Verstecken. Manche findet ihr nur, wenn ihr euch in den Boden bohrt. Die Bälle sind überall versteckt, macht euch auf die Suche, ihr zwei. Ach ja, es gibt insgesamt 16 dieser Pilzbälle. Warte mal. Verdammt nochmal. Hier ist also einer vergraben. Blöd. Blöd. Herr Mario, sind Sie auch ordentlich angezogen? Je höher Ihr Rang ist, desto mehr Bekleidung können Sie gleichzeitig tragen. Oh, das wussten Sie schon, nicht so ungut. Ja, was ist das denn jetzt hier? Warte mal, da war doch eben was. Da ist wiederum jetzt nichts. Da Pilzstick, gut für Körper, trinken. Na, wie sieht's denn aktuell hier aus? Ja, ein Tee könnte ich vertragen, wirklich. Herzlich willkommen, Mario und Luigi. Das hier ist mein Teehaus. Es gefällt mir nicht, wie eure KP und SP aussehen. Da hilft nur ein Pilztee-Spezial. Jo. Spezial. So. Alle KP und SP aufgefüllt. Schön. Ah, sieh mal einer an. Jetzt können wir auch hier weitergehen. Wunderpilz Spargürtel. Naja, mehr scheint es dann auch nichts hier zu geben. Na gut, na gut. Dann wollen wir uns jetzt als allererstes mal wieder was einkleiden. Okay, Kleidungsstücke des Pilzranges. Des Sternenranges. Insignienranges. Aktuell können wir also bloß bei dem Pilzrang einkaufen. Schade. Willkommen! In meinem Bekleidungsladen ist jeder gern gesehen. Jo. So. Oh, Bart Level 1. Und nein, die Bonuskarten müssen nicht erklärt werden, also einkaufen. Was haben wir? Fitnesssocken? Angriffshandschuhe. Okay, eine Schildhose erst einmal. Und dann noch Angriffs... Warte mal, Angriffshandschuhe haben wir schon. Dann eben Fitnesssocken. So, Fitnesssocken braucht natürlich ja jeder. Was haben wir noch hier? Erhöht KP um 20%. Mal sehen. Nein. Enger Gürtel. Na. So, das ist schon okay, wie das Ganze jetzt hier abläuft. Ah, verdammt, eine Niete. Tja, das war blöd. Aber gut, jetzt sind wir teilweise wieder einmal ein bisschen besser ausgerüstet. Ah, warte mal. Ah, ein Ordenland. Ja, schon gut, ich gehe ja schon. Orden sind kein Spielzeug, man muss da mit nötigem Respekt ran. Spiel vielleicht lieber ein bisschen verstecken oder so. Okay. Zeit für ein paar neue Orden. Willkommen in meinen Ordenladen, Jungs.
Braucht ihr ein paar Orden, oder was? Ja, ein paar Orden können nicht schaden. So, was haben wir hier? Brüderpower. Füllt einige SP wieder auf. Bonus. Orden. Nein. Superorden. Attacken super bis exzellent. Füllen die Ordenleiste. Mittlerer Effekt. Exzellente Attacken füllen die Ordenleiste. Mal sehen. Ich nehme dann den mal. Den Bonusorden. Mache ich dann auch mal. Und dann natürlich noch eine Bonuskarte. Was ja sein muss, muss ja sein. Das finden wir sehr fein. Sag mal, ihr wisst schon, wie ein Orden wechselt, oder? Na klar. Aber klar, viel Glück da draußen. Yo, das sehen wir uns jetzt mal kurz an. Orden, Orden. So. Mal sehen. Super ist exzellent. 1,4 mal mehr Münzen. Füllt KP um 30% auf. 20, 30. Okay. Fortfahren? Nein. So, jetzt sind wir hier fertig. Ende Gelände. Wochenende an den Stränden. Weiter geht's. Mit Eimer speichern. So. Gut gespeichert. Und was haben wir jetzt hier? Klinik von Dr. Horoskopus T. Hallo? Die Wunde an meinem Kopf ist komplett verheilt. Danken Sie dem Doktor von mir. Und Ihnen auch. Der Doktor möchte das Ganze beobachten. Also kommen Sie nächste Woche noch einmal vorbei. Gut, bis dann. Gut, der nächste bitte. Oha, Mario und Luigi. Seid ihr beiden einfach krank? No, no, no. Der Doktor ruft immer nur einen Patienten auf. Ich fürchte, ihr müsst einzeln zu ihm. Was, ihr wollt zusammen zum Doktor? Das geht nicht. Dafür müsstet ihr einen Termin vereinbaren. Worum geht es denn überhaupt, Mario? Dein Bad Lenzo scheint gesund zu sein. Und Luigi scheint auch vor Energie zu springen. Ein rauer Hals, das könnte ein erstes Symptom für Metabolie sein. Komm schon, Luigi, du auch. Okay, das waren dann jetzt erstmal wieder 3 Jahre Schauspielunterricht, die Luigi genommen hatte. Nein, Schmerzen in der Brust. Ein Notfall, wenn euch die Metabolie erwischt, dann sind wir dem Untergang geweiht. Ihr beiden müsst auf der Stelle zum Doktor. Yes! Ihr beiden Invaliden, oder besser gesagt, ihr beiden Schauspieler. Doktor, Ihre nächsten Patienten sind hier. Hallo? Doktor? Ihr seid krank! Haben diese Männer eine unglaubliche schwere Krankheit? Ja! Wird eine Nichtbehandlung fürchterliche Folgen haben? Mit Sicherheit! Schweigt! Ihr tragt ein sehr gefährliches Virus in euch! Es wird immer deutlicher! Oh ja! Mit Hilfe der Kristallkugel stellt der Doktor seine Diagnosen. Pass gut auf! Sehe ich es? Oh ja! Ist jetzt erkennbar? Klar und deutlich! Ein schreckliches Virus, das euer Ende bedeutet. Es ist! Bowser! Bowseritis! Hat mich jemand gerufen? What? Oh, Bowser, auch wieder wach? Aha, ein wahrhaft scheußliches Virus erhebt sein grässliches Haupt. Ist dies das Virus, das euch plagt? Ja, eine Pein für Körper und Geist. Und wie? Was, du Quacksalber? Ich will offen sein. Mit Bowseritis ist nicht zu spaßen. Es dauert lange, sich davon wieder zu erholen.
Ich verschreibe euch ein Antibiotikum. Das sollte etwa 10 Tage reichen. Ihr müsst es dreimal am Tag am besten mit den Mahlzeiten einnehmen. Idiot! Mario und der grüne Schnauzbart! Ihr zwei Clowns wollt euch also den Finsterstern schnappen? Und außerdem den Pilzpalast zurückerobern? Ha, der Finsterstern und der Palast sollten mir gehören! Und sie werden mir gehören! Let's go! Okidoki! Oh, ich vermisse das Showtime. Aber gut, Fassgeballer! Jetzt kommt das gute Fassgeballer! Fassgeballer! Ihr seid ja alle Baller, 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 Baller. Na, oh, verdammt nochmal. Die Schergen of Doom. Verdammt nochmal. Ich wurde von Goomba getroffen. Verdammt nochmal, ich wurde von mehreren Goombas getroffen. Oh, verdammt nochmal. So viel dazu. Dann erstmal eine gepflegte Regeneration. Und dann nochmal ein Fassgeballer. Fassgeballer. Das funktioniert nun wirklich immer. Ja, das funktioniert wirklich immer. Exzellent. Ah, und Marios Lebenspunkte regenerieren hier auch noch. Okay, mal sehen. Wie würden sich Feuer auf Bowser machen? Okay, er resistiert ein bisschen, aber... Hey! Was soll's? Aua! Bowser, das war nicht schön. Na gut, da muss eben das Trampolin jetzt auch mal ran. Ah, verdammt, das war nicht gut. Ah! So ein Mist! Hm, dieser Angriff war bloß super gewesen. Na gut. Fassgeballer! Dann eben das mal wieder. Okay, läuft ja wieder exzellent. Ihr kleinen Nervensägen, euch säng ich die Bärte ab! Ich habe ein ungutes Gefühl. Ihr müsst beide springen und euch an mir festhalten. Während ihr euch festhaltet, müsst ihr eure Knöpfe gedrückt halten. Wenn ihr die Knöpfe loslasst, fallt ihr runter. Habt ihr alles verstanden? Ja. Okay. Na, das lief jetzt sehr gut. Also nichts mit versenkten Bärten. Aber dafür wieder was mit Schergen. Okay, jetzt wird's kritisch. Oder auch nicht kritisch. Denn das sah ja nun wirklich mehr als grandios aus. Dieser Konter. Ein grandioser Konter. Ach ja, die Fässer, die wir jetzt gerade hier verballern, werden übrigens von Donkey Kong Island gesponsert. Ihr beliebtestes Reiseziel mit wohlschmeckenden Bananen. So, Supernos! Nice! Verdammt nochmal! Oh oh! No! Shy Guys! Au! Das war wirklich nicht gerade sehr schlau! Okay, Mario, Frischwurz! Okay, Lebenspunkte Regeneration wurde aktualisiert. Gut. Aber ich denke mal, wir müssten gleich fertig hier sein.
Bowser müsste gleich in die Mauser kommen. Na, erledigt? Ah, nein, leider ist er noch nicht erledigt. Ah, verdammt mal! Mario! Steh gefälligst wieder auf! Oh, Mario! Was denkt Bowser bloß jetzt über dich? Also, es war wirklich noch nie so einfach. Nein! Luigi! Mein Bruder! Okay. Ich glaube, ich muss mal wieder One-Up-Pilze kaufen. Oh nein. Übel, übel, übel. Schon wieder. Das ist ja langsam nicht mehr feierlich. Ne, das war überhaupt nicht mehr feierlich hier. Aber gut, Brossblume. Erledige Bowser mit seinem eigenen Element. Das war gut gewesen. Aber jetzt haben wir leider ein klitzekleines Problem. Denn unsere Lebenspunkte machen das Ganze jetzt langsam. Oh nein. Ja, unsere Lebenspunkte machen das jetzt langsam nicht mehr mit. So, Bowser, bist du langsam... Ah, du bist erledigt. Super! Super! Darauf drei Hämmerschläge. Wow. Panzerstiefel. Nice. Okay, jetzt müssen wir auch mal sehen. Angriff. Verteidigung. Ah, verdammt nochmal. Immer das Gleiche hier. Es ist wirklich immer mal wieder das Gleiche hier. Wenn man denkt... Man kommt hier gut voran. Dann wird einmal wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin noch nicht wieder voll da. Bin so schwach. Ah, deswegen seid ihr hier. Wird das Pilzkönigreich untergehen, wenn nichts unternommen wird? Ja. Es heißt, Sie wüssten alles über das Pilzkönigreich. Kennen Sie vielleicht einen Weg, wie man die Barrieren vor dem Palast durchbrechen kann? Ha, 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 ha. He, 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 he. Wow. Unmöglich! Gibt es etwas, das ich nicht weiß? Nein! Die Antwort lautet nein! Aber unter gewissen Umständen sind mein Wissen und meine Magie nutzlos. Diese Barrieren sind absolut und total undurchdringlich. Und warum? Wegen des Finstersterns. Wegen des Finstersterns. Das klingt jetzt aber sehr pessimistisch. Wir kommen nicht an den Pilzpalast heran. Und das Schicksal des Königreichs hängt am seidenen Faden. Ist es so früh, um aufzugeben? Zweifellos. Ich habe nicht die Macht, die Barriere zu durchbrechen. Aber hat die Kristallkugel einen anderen Vorschlag? Ja. Ja? Ja. Sternenseren. Sternenseren? Stern. Sternenseren. Drei an der Zahl. Drei Sternenseren. Die drei Sternenseren der drei Hüter. Sie vermögen, jede Krankheit zu heilen.
Wir müssen also nur diese drei Seeren finden. Können die auch den Finsterstern zerstören? Still! Die Heilung der Metabolie hat Vorrang. Nur mit den Sternenseeren können wir sie heilen. Und mit Hilfe der drei Sternenseeren habt ihr die Kraft. Die Kraft, die Barrieren zu durchbrechen? Ich denke schon. Könnt ihr damit auch den Finsterstern zerstören? Ich weiß es nicht. Aber eines ist kristallklar. Ihr müsst die Sternenseeren finden. Die können die Metabolie heilen? Dann los! Wo sind sie? Wo sind die Sternseeren? Seeren. Es gibt drei Hüter. Es gibt drei Seeren. Jeder besitzt eines davon. Verstanden. Und wo sind diese drei Hüter? Eine Vision. Einer ist in einem Wald. Ein Wald? Der Grüppchenwald. Das war alles, was ich wissen wollte. Ich brauche also nur diese drei Sternenseeren, ja? Was, du doch nicht? Mario und Luigi werden sie vor dir finden. Hör auf zu nerven, das macht mich wütend. Du bist so nervtötend wie diese Schippe in meinem Bauch. Egal, bis dann, ihr Verlierer. Mario, grüner Schnauzbart, friss mein Staub. Ich hol mir erst die Seeren und dann den Palast. Wie ist denn der erste Hüter so? Ah, ja nun. Das zu erklären würde etwas dauern. Na gut, dann gehen wir jetzt einfach in den Grübchenwald. Ah, wartet. Eine Vision. Ein Bild. Seht, ist das der erste Hüter? Ja, mit Sicherheit. Wie, das ist doch... Das ist das Wesen, mit dem wir im Bowser gekämpft haben. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Nachdem wir es besiegt hatten, ist es weggerannt. Das ist ein Hüter? Hat sie die Kristallkugel je geirrt? Nein, hat sie nicht. Diese Raupe gehört zu den Hütern. Wie sicher ich bin, dass sie ein Sternenserum hat... Zu 100% sicher. Aber sie ist nicht im Wald. Sie ist in Bowsers Körper. Bowser hat sie im Grübchenwald verschluckt und jetzt ist sie in Bowsers Körper. Diese Kristallkugel liegt total daneben. Kennst du dich mit Kristallkugeln aus? Nein. Ist das alles so für dich? Ja. War die Raupe im Wald? Ja. Das bedeutet, die Kristallkugel hatte recht. Und jetzt, da ihr den wahren Aufenthaltsort des Hüters kennt, habt ihr einen Vorteil. Ja, stimmt. Es ist Glück. Es ist Glück, dass die Hüterin in Bowsers Körper ist. Wir müssen nur wieder hinein und uns das Sternenserum von ihr holen. Stört es mich, dass ich da hineingezogen wurde? Ja. So viel dazu. Bam. Und weg ist er. Ist ja auch so, ansonsten immer eine äußerst gute Idee, irgendwelche Wände zu zerschmettern. Diese Röhre sieht aus wie die im Bowser. Glück gehabt, jetzt kann es weitergehen. Bowser ist unterwegs zum Grübchenwald. Aber er weiß nicht, dass das Serum in seinen Körper steckt. Nichts hier rein. Nix da. Noch lange nicht. Denn jetzt wird erstmal hier abgespeichert und im nächsten Part begeben wir uns auf die Jagd nach dem ersten Sternenserum. Bis dann und ciao, sagt es nun, euer Phantom Heart. Ciao.